Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute was ganz, ganz Spannendes. Ich freue mich wirklich richtig drauf. Ich hatte euch neulich so ein bisschen gefragt, hey, wollt ihr ein paar andere Sachen mal auf meinem Kanal sehen? Weil mein Kanal ist ja doch schon recht, ich sag mal, Review-lastig. Und ihr habt euch gewünscht, dass es auch mal wieder eine Challenge gibt. Und ich habe gestern zwei Pakete bekommen. Zwei Mystery-Boxen und wir werden heute daraus eine Challenge machen. Normalerweise macht man das zu zweit. Ich habe keine Freunde, deswegen mache ich es einfach mit euch alleine. Aber ich habe richtig, richtig Lust drauf und das könnte richtig spannend werden. Wie gesagt, ich habe zwei Mystery-Boxen von Purish bekommen. Ich habe Danny gesagt, er soll alles vorbereiten, dass ich die Produkte rausnehmen kann. Ich werde mir gleich die Augen verbinden. Und dann werden wir raten, welche Produkte das sind. Und im Anschluss muss ich mir einen Look mit den Produkten aus dieser Mystery Box schminken. Egal, was da drin ist, es muss alles verwendet werden. Außer es ist jetzt, weiß ich nicht, Skincare oder es ist irgendetwas doppelt drin. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr unterhaltsam werden könnte. Ich habe keine Ahnung, ob euch das gefällt. Ich hoffe es. Schreibt mir dazu gerne ein Feedback in die Kommentare. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet eine schöne, erfolgreiche Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass die nächste Woche ein bisschen besser für euch wird. Freunde, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist Sonntag, es ist 8 Uhr. Daddy hat mir gerade eben die Boxen vorbereitet, dass ich einfach reingreifen kann. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach, oder? Ich habe keinen... Wie heißt das? Keine Augenbinde? Wer hat auch Augenbinden zu Hause? So, nochmal. Ich würde vorschlagen, wir starten. Ich habe mir das Ganze schon mal vorbereitet, werde mir das Ganze gleich um die Augen binden. Zu den Mystery Boxen. Es gibt wieder zwei verschiedene. Ich habe irgendwo eine E-Mail bekommen. Ich schreibe euch den Rabattcode für die Mystery Boxen hier hin, wenn ich einen bekommen habe. Es gibt wieder zwei. Eine kleinere und eine größere. Und ich verlinke euch einfach die Mystery Boxen einmal unten. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Läuft die Kamera? Ja. Läuft das Mikrofon? Ja. Okay. Oh. Okay, ich sehe literally nichts. Ich weiß nicht, ob ich im Fokus bin. Wir haben die erste Box. Und das ist die kleinere. Wir haben eine Papierverpackung. Ihr seht ja schon, was es ist, ne? Das ist schade immer, wenn Packaging keine Textur hat. Das ist doch... Ein bisschen merke ich was. Ist es auf? Es ist ein Puderprodukt. Es könnte ein Highlighter sein. Es riecht ein bisschen nach Schokolade, Kokos. Okay, das weiß ich nicht. Das muss ich mir zur Seite legen. Das ist Plastik. Das fühlt sich so ein bisschen an wie... Es könnte ein Haarband sein oder so ein Make-up-Tool. Die sind meistens in Plastik verpackt. Glatt, sehr, sehr glatt. Es ist schwierig, nur die Verpackung zu erraten. Okay, man kann es rausklappen. Ah, okay. Wir haben zwei Make-up-Schwämme. Sehr gut, dann kann ich damit mein Make-up auftragen. Keine Ahnung, was das ist. Fühlt sich aber gut an. Riechen offensichtlich nach nichts. Das ist auch noch zu. Mist. Danny, es könnte... Ein Concealer sein, aber Concealer in der Mystery Box ist doof. Oh, keine Ahnung. Es erinnert mich so ein bisschen an den Concealer von Juvia's Place, aber hier oben ist ein Logo. Aber ich kann das nicht. Also, ihr seht, hier ist muss ein Logo sein. Es ist ein C. Oh, meine Finger, ne? Ich habe auch Finger wie ein Baum. Okay, also es muss irgendwas. Ist ein Lip. Es riecht nach Minze. Irgendein Lipplumper vielleicht? Oh, es geht nicht zu. Wir haben was für die Lippen. Wir haben einen Pinsel und irgendein Puderprodukt. Das kann aber alles Mögliche sein. Es kann ein Highlighter, ein Bronzer sein. Dann ist hier eine kleine Tube. Das könnte ein Primer sein vielleicht. Das ist so ein Gummiapplikator. Oh. Kann man es probieren? Ist es giftig? Okay, es schmeckt gar nicht. Vielleicht ein Primer, aber es hat so einen komischen Gummiaufsatz. Und wir haben... Oh, das ist eine Lidschattenpalette. Die hat irgendein Muster, muss sie drauf haben.
Riecht auch nach nichts. Folie. Also das muss eine Lidschattenpalette sein. Das hat so Kacheln. Oh! 1, 2. Das ist eine Lidschattenpalette und ich glaube, ich weiß welche. Erinnert ihr euch an diese Nabla-Palette? Da war irgendwo eine Textur, die ganz besonders war. Hier, irgendwo ein Schimmerton muss es sein. Ich glaube, das ist diese neue Nabla-Lidschattenpalette. Keine Ahnung, aber Lidschattenpalette, super. Okay, die erste Box ist durch. Jetzt kommen wir zur zweiten. Okay, das ist safe irgendeine Gesichtsmaske oder so. Die werden wir dann, wie gesagt, nicht ausprobieren. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich überhaupt in die richtige Richtung gucke, aber alle Produkte, die ich nicht benutze, weil sie doppelt sind oder ich sie schon zu Hause haben sollte, wie beispielsweise jetzt, wenn es richtig ist, diese Nabla-Palette, ist für euch. Das müsste eine Gesichtsmaske sein. Aber gut, das kann ich jetzt nicht aufmachen. Okay, das ist ein Flyer oder so ein Zettel. Das könnten noch mehr Schwämme sein. Wo sind denn die anderen Schwämme? 1. Sind die gleich groß? Die sind gleich groß. Also das fühlt sich an wie die erste Verpackung. Hallo, Hilfe. Das sind 2 Schwämme. Okay. Wir haben einen kleinen. Und wir haben einen großen. Warte mal, was hat Pirsch denn für Make-up-Schwämme? Ich weiß, dass sie Beauty Bakery haben, aber die haben das in so einem Eierkarton. Ich weiß, dass sie... Das könnte... Könnten das Luisa-Schwämme sein? Nee. Wir haben auf jeden Fall 2 Schwämme. Es könnte auch... Warte mal, doch, wer hat denn... Hat Morphe so einen großen, aber Pioche hat keinen Morphe. Ich tippe, es sind Luisa-Schwämme. Ich tippe. Ich bin wahrscheinlich total schlecht. Ne? Es ist wahrscheinlich alles falsch. Dann haben wir hier wieder ein Puderprodukt. Es fühlt sich an. Wie das erste. Das riecht auch wie das erste. Ich tippe, es ist ein Bronzer. Es riecht ein bisschen... Oder ein Highlighter. Den Highlighter fühlt sich anders an. Keine Ahnung. Hier ist etwas Längliches. Das könnte... Das ist auch eine Plastikverpackung. Eine Mascara ist das. Oder ein Lipgloss. Nee, das ist ein Lipgloss. Schmeckt nach nichts. Wie ist das Füßchen? Das ist ein flaches Füßchen. Luna Beauty hat andere Füßchen. Ich weiß gar nicht, ob Pirsch noch Luna Beauty hat. Es könnte auch Catrice sein. Aber nee, das ist zu schwer. Das fühlt sich sehr, sehr schwer an. Vielleicht was von Beauty Bakery? Hier ist noch ein Puderprodukt. Überall Lipgloss jetzt. Ah! Das ist ein Compact. Das ist... Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Es könnte... Kylie hat Pirsch auch nicht. Es hat so ein paar Wellen. Das ist Ofra. Das ist 100% Ofra. Das kenne ich sofort. Also man merkt hier diese Rillen. Und Ofra hat so ein Pressing drin. Das ist ein Highlighter. Der fühlt sich auch anders an als das andere Produkt. Ist das andere ein Bronzer gewesen oder ein Blush vielleicht? Das sind Wimpern. Das merkst du sofort. Ja. Das sind Wimpern. Die sind aber... Wo sind sie denn? Die fühlen sich groß an. Okay, wir haben ein paar Wimpern, wir haben Schwämme. Wir haben einen Highlighter, das könnte aber auch von Ofra Blush gewesen sein. Das ist eine Lidschattenpalette. Ich tippe, es ist Luna Beauty. Diese Face, diese bunte Face-Palette. Ja, Luna Beauty. Hundertprozentig Luna Beauty. Aber es fühlt sich schwer an. Ist hier Holz drin? Okay. Und hier ist noch was Kleines. Das ist bestimmt ein Tester. Was ist das denn? Ist das eine Ersatzmine für ein Lippenprodukt? Aber wäre doof. Oh.
ist ein Eyeliner. Oder ich glaube, Nabla hat Purish. Dieses, nee, das. Ich tippe einen Eyeliner. Aber so ein kleiner Eyeliner ist doch Quatsch, oder? Seid ihr bereit, dass ich das jetzt runternehme? Es ist hell. Okay, völlig verkackt, Maxim. Gut, also. Okay, also, wir haben Schwämme von Luisa. Einmal in so einem kleinen Set und einmal im großen, also der riesengroße Schwamm. Wir haben einen Bronzer, beziehungsweise zwei Bronzer, je nachdem, in welcher Box der war, von Love. Das ist die neu aufgelegte Version von dem Hattie und Love Bronzer. Oh, meine Augen, ey. Wir haben, krass, das hätte ich nicht gedacht. Ist es die neue von Dominique? Oh, die ist ja schön. Die ist schön. Eine Lidschattenpalette von Dominique Cosmetics. Die ist komplett aus Hartplastik. Normalerweise waren die von Dominique immer aus Papier. Wir haben ein Lipgloss von Revolution. Seit wann hat Purish Lip Revolution? Das war der Menthol-Lipgloss. Noch ein Lipgloss, der war aber in der anderen Box von Nabla. Was war das? Ach, das... Das ist ein Plump and Blur Lippentreatment von Catrice gewesen. Da habe ich gedacht, das wäre ein Eyeliner, aber es ist von Frack, ein Freckle Maker. Ein Produkt von Ofra. Ein Highlighter in der Farbe Star Island. Wir haben Wimpern von Melody Lashes im Style Feel the Glam. Steht nicht drauf. Wir haben die Palette von Nabla. Ich liebe die. Und wir haben eine Maske. Organic Flowers Deep Rich Toner Mask von Wamisa. Das ist eine koreanische Marke. Alright, Freunde. Ich würde vorschlagen, wir machen Make-up. Okay, wir nehmen den Schwamm von Luisa. Die kennen wir alle. Die lieben wir alle. Gibt's Crash Cosmetics jetzt auch bei Purish? Das wäre ja richtig cool. Okay, Freunde. Ich weiß nicht, ob euch das Spaß gemacht hat. Ich fand, das war mal echt was anderes, weil man denkt ja, man kennt alles auf der Welt schon mittlerweile. Aber wenn man die Sachen dann nicht sieht, dann könnte das alles sein. Und man muss sich auf seine Sinne verlassen so ein bisschen. Wie riecht es? Wie schmeckt es? Wie hört sich das an? Deswegen, da kann man dann immer so ein bisschen herausfinden, ob etwas... weiß nicht, ein Gloss ist oder ein Concealer oder irgendwas anderes. Ich habe die Schwämme sehr, sehr lange nicht mehr benutzt, aber ich liebe die. Ich gucke mal, ob ich einen Rabattcode von Purish finde für die Mystery Boxen. Ansonsten sind die Mystery Boxen sind ja auch meistens immer günstiger. Aber es ist jetzt auf den ersten Blick auch wirklich nur Make-up und Skincare drin. Ich erinnere mich, bei der letzten Mystery Box waren auch viele Produkte drin, wo man so ein bisschen gucken musste, wie kann die jeder benutzen. Beispielsweise der Lippenstift von Jeffree Star war ja da drin und das war ja ein bisschen wild in den Kommentaren. Und auch so Nahrungsergänzungsmittel und so. Hier ist es wirklich nur Make-up und zwar auch neue Sachen. Also ich meine, dass das die komplett neue von Dominique Cosmetics ist. Die Base ist einmal drauf. Ich sette das Ganze noch nicht, denn wir wollten alles mit dem Produkt machen. Wir haben hier in der Palette so einen hellen Ton. Wir haben auch hier einen hellen Ton. Ich glaube, ich nehme den jetzt mal zum Setten. Das ist die Farbe Embrace. Es geht. Das ist halt das Krasse an Lidschatten. Ne? Du kannst eigentlich mit einem Lidschatten, mit so einer Lidschattenpalette, alles machen. Ich liebe so ein bisschen Challenge. Ne? Das ist mal ein bisschen was anderes hier. Okay, Bronzer haben wir auch. Das ist der Love und... Nee, ist er nicht mehr. Das ist der Love the Original Bronzer. Den lieben ja alle. Und ich weiß, dass viele das irgendwie gar nicht so mitbekommen haben, dass es den Bronzer von Hattie jetzt halt ohne Hattie wieder gibt. Aber es ist derselbe Bronzer. Als Bronzer haben wir schon. Der ist halt wunderschön, ne? Okay, geht gut bis jetzt. Als Blush habe ich jetzt, glaube ich, ein Problem, weil wir in der Palette, da haben wir halt nur grün. Ein grüner Blush wäre auch krass. Oder wir gehen halt hier in der Nabla-Palette. Da haben wir ja so verschiedene Reihen, die man als verschiedene Looks nehmen kann. Entweder immer in dem Quadrat oder in diesem länglichen. Ich nehme jetzt mal die Farbe Scarlet Rose 6 und ein bisschen Rose 7. Wobei Scarlet 2 wird zu dunkel sein. Ich gehe Rose und hier. Ich mische mir beide Farben einfach so ein bisschen zusammen. Schöne Farbe. Ist so ein bisschen matter, ne? Also das ist ein sehr, sehr matter Ton. Gibt aber schön Farbe ab.
Außer ein richtiges Trash-Video heute. Nein, was ist das denn? Okay, ich muss aber sagen, es ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Wir haben ein Lippenpflegeprodukt. Das war dieses Gummiding hier. Das hätte auch ein Lidschattenprimer sein können. Das macht die Lippen so ein bisschen matter. Sieht jetzt aber erstmal gar nicht schlecht aus, die Base. Wir machen die Augenbrauen mit, es könnte dunkel sein, mit Sage und Honey. Und gehen hier einfach so ein bisschen durch. Okay. Die haben wir ja schon benutzt. Deswegen wäre ich jetzt tendenziell zu der neuen von Dominique gegangen. Wir haben nämlich so krasse Duochrome-Töne. Oh, wow. Und Midnight Haze fühlen sich krass an. Swatch die mal für euch. Mega geile Farben. Okay, Moment. Wir nehmen meinen Pinsel mit Letizia und starten mit der Farbe Stepping Out. Das ist so ein grüner Khaki-Ton. Mhm. Sehr pigmentiert. Ist ein bisschen pudrig in der Palette gerade, aber das ist nicht so schlimm. Dafür ist die Farbabgabe gut. Oh, wow. Sehr, sehr pigmentiert. Ich liebe grüne Lidschatten total. Vor allen Dingen so Herbstrichtung. Aber die ist halt nicht so herbstig, die Palette. Ne? Also wir haben auch so schöne braune Töne. Deswegen gebe ich mir jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber, um es hier ein bisschen wärmer auszublenden. Ich möchte aber noch was probieren. Das könnte jetzt echt in die Hose gehen. Ich nehme mein Microfiber Multitool Mini und gehe in die Farbe Embrace und helle mir das hier unten. Das geht gut. Ein bisschen auf. Mhm. Okay. Also das Khaki-Grün ist richtig schön. Ich hole euch mal ein Stückchen näher ran. Sieht schon nice aus. Einfach so, ne? Ich mache den Pinsel mal kurz ein bisschen sauber und gehe jetzt hier nochmal leicht rüber. Und eigentlich will ich ja nur in diesen Dinero-Ton gehen. Ach nee, das ist Gold. Warte mal. After Hours war das. Das ist so ein richtig krasses... Oh, wow. Das ist so ein Army-Green. Dann gehe ich noch mit einem flachen Pinsel in die Farbe Dinero und ziehe mir damit die Cut Crease. Die sind richtig cremig und der Pinsel ist trocken. Blend mir das Ganze wieder so ein bisschen aus. Ich will eigentlich mit diesem Duochrome nur so ein bisschen, das sieht man jetzt leider nicht. Krass, schade. Ein bisschen mit dem Blau vielleicht noch. Ein bisschen reinmischen. Ja. Ich glaube, ich ziehe mir einen Eyeliner. Nee, darf ich ja nicht. Aber wir haben doch noch die Nabla-Palette, Freunde. Da ist ein ganz, ganz dunkler brauner Ton drin. Und damit ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Okay, ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr einfacher Look. Aber ich finde ihn eigentlich gar nicht schlecht. Er ist jetzt nicht der ordentlichste, aber... Okay, ich habe keine Ahnung, wo die Kamera aufgehört hat. Ich habe mir einmal schnell Freckles ein bisschen drauf gemacht. Ich meinte, dass es... Also wenn man keine Freckles hat und sich welche raufmalt, okay, wenn einem das gefällt. Ich finde, es ist aber eine schöne Sache, wenn man selber Sommersprossen schon hat und dann aber gerne eine Full Coverage Foundation trägt und sich das dann so ein bisschen rüber tupft über eine sehr deckende Foundation. Meine Cousine macht das zum Beispiel. Die hat wunderschöne Sommersprossen, aber sie trägt gerne eine Full Coverage Foundation vom Gefühl her und damit die Haut so ein bisschen ebenmäßiger aussieht und dann die Freckles wieder rüber, ist eigentlich eine ziemlich nice Sache. Wir probieren jetzt den Highlighter aus und das ist von Ofra, der Star Island Highlighter. Den habe ich noch nie getestet. She's blinding. Ist auch nicht zu dunkel. Man kann ihn ganz leicht aufbauen. Gib mir so einen Highlighter halt immer gerne komplett übers Gesicht, ne? Um einfach diesen Wet-Skin-Look wiederherzustellen. Ich glaube, ich will immer noch ein bisschen mehr Bronzer. Okay, liebe ich schon. Es hat was. Es hat so ein bisschen was Mystisches. Ich blende hier noch so ein bisschen den Lidschatten weicher mit dem Bronzer aus, dass es hier ein bisschen besser zusammenpasst. Und eigentlich mag ich den Look sehr, sehr gerne. Ja. Also die Lidschattenpalette von Dominique ist eine 10 von 10. Ich habe jetzt wirklich einen einfachen Look gemacht, weil ich einfach dachte, das passt vielleicht so ein bisschen zu dem T-Shirt. Aber... Wir haben noch einen Gloss. Wir haben zwar den von Nabla, der hat so ein paar Glitzerpartikel mit drin. Ich will jetzt aber erstmal hier diesen hier von Revolution benutzen. Ja, der ist so ein bisschen dunkler. Ist ganz leicht mentholisch. Oder ein brauner Gloss wäre auch nice dazu gewesen. Aber der ist ja so ein bisschen rotbraun. Und ich zeige euch den mal. Der gibt nochmal. Das ist, ich würde fast sagen, das sind sehr, sehr gute Dupes zu den
Fenty Beauty Diamond Gloss. Ihr seht das, ne? Der hat zwar grobe Glitzerpartikel mit drin, aber wenn ihr den auf der Lippe drauf habt, dann sieht das gar nicht mehr so grob glitzerig aus, sondern das macht diesen super vollen Lippenlook. Ich klicke mir jetzt nochmal schnell die Lashes von Melody rauf. Und ich glaube, dann haben wir wirklich alle Produkte benutzt. Alright, die Lashes sind einmal aufgeklebt. Das sind Heavy Lashes, aber die von Melody Lashes sind wirklich sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich mag den Look eigentlich ganz gerne. Das ist jetzt kein alltäglicher Look, aber durch diesen Highlighter, der so ein bisschen Bewegung wieder reinbringt, durch den Blush aus der Nabla Palette und auch durch das Produkt aus der Dominique Cosmetics Palette, muss ich sagen, mega nice. Vor allen Dingen ist da jetzt auch kein Produkt gewesen, außer vielleicht die Love Cosmetics Bronzer, die man wahrscheinlich schon zu Hause hat. Wenn ihr die Nabla Palette schon zu Hause habt, dann würde ich die große Mystery Box mit der Dominique Palette nehmen. Oder andersrum. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man hier auch mal so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen unterhaltsameren Content und ein bisschen nicht ganz so ernst nehmen, das ganze Make-up-Thema. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut gerne bei Purish vorbei, wenn ihr Lust auf so eine Mystery-Box habt. Die Schwämme von Luisa, die Dominique-Palette und dann seid ihr wahrscheinlich eh schon einzeln in den Preisen, die die Mystery-Box wahrscheinlich kosten würden. Mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!